Weil du willst ja nicht reich und unglücklich sein, sondern du willst reich sein, tolle Familie haben, abenteuerliches Leben, gesund, fit und alles Mögliche sein. Wer darf ich sein? In welchem Rhythmus darf ich sein, um diese ideale Zukunft anzuziehen? Und dann fällt es, sollte es auf jeden Fall leichter fallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur 10. Folge unserer Serie Wir testen die besten Geldmanifestationsmethoden. Mit dabei ist wieder die wunderbare Susanna. Grüß dich, Susanna. Hallo Martin, freut mich. Schön, dass du dabei bist, schön, dass wir es zusammen machen, schön, dass du zuschaust. Heute geht es darum, wie wir Quantenspringen, nämlich wir haben uns die Quantensprungmethode von Burt Goldman angeschaut. Susanna, sag doch mal kurz was dazu, was es mit David auf sich hat. Also die Quantensprungmethode heißt deshalb so, weil sich der Burt Goldman, ein sehr namhafter Therapeut, der sich alle möglichen Techniken und Methoden zur Heilung und Veränderung angesehen hat, der hat sich da ein bisschen beschäftigt mit der Quantenphysik. Nun natürlich sehr populärwissenschaftlich, aber er kam auf die Idee, dass es an die Physiker ihm sagen, die Quantenphysiker, dass es viele Paralleluniversen gibt. Das heißt, jede Entscheidung von uns, alles, was wir im Leben verändert, erschafft so quasi wie ein paralleles Universum. Und in dem könnte man eigentlich hin und her springen. Und da kam ihm die Idee, lass uns doch in Gedanken dorthin springen, in die Realität, wo wir unsere Ziele und Wünsche schon erfüllt haben und die Energie daraus mitnehmen, ja, uns daran orientieren. Ja, bloß, wie legt man das jetzt therapeutisch um? Und Burt Goldman hat dann einfach eine geführte Meditation gemacht, wo wir quasi geistig in diese andere Welt eintauchen. Und er hat dazu das so angelegt, dass er sagt, beobachte deinen Doppelgänger in diesem Paralleluniversum. Und dann beobachten wir den in dieser geführten Meditation und gegen Ende übernehmen wir dann seinen Rhythmus, nennt er das. Ja, man könnte dazu vielleicht auch Schwingung sagen oder Gefühl, aber tatsächlich funktioniert das recht gut mit der Idee, dass der einen Rhythmus hat und ich den quasi übernehme oder trainiere, abrufe in mir selbst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eigentlich eine recht einfache, kurze, geführte Meditation. Sehr ungewöhnliche Elemente. Und ich habe die vor 2 Jahren entdeckt und fand die fantastisch. Wie hat es dir gefallen, Martin? Ich finde die Methode wirklich genial, weil ich dadurch in so eine gute Stimmung gekommen bin, egal was um mich herum passiert ist, egal was für Dinge auf mich zugekommen sind. Ich hatte einen Rechnungs... Marathon, die letzten 7 Tage, der auf mich ja da irgendwie auf mich eingeprasselt ist, was so die Zahlungen betrifft. Und dann habe ich ja deine Meditation gemacht, oder eine von deinen Meditationen. Der Link dazu ist übrigens in der Beschreibung. Und dadurch bin ich ja in Kontakt getreten mit meinem Doppelgänger und habe mir gesagt, wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht, wenn ich jetzt in diese Mangel, in diesen Mangelgefühl komme, dass ich mich schlecht fühle, dass ich mich nicht wirklich reich fühle, also ich gehe weg von dieser Reichtumsenergie, wo ich ja auch hingehen will und in der ich mich aufhalten will maximal. Was macht meine Doppelgänger gerade? Wie geht der mit Rechnungen um? Und der hat mir dann gesagt, hey Martin, hör zu, es geht ja darum, dass du die Rechnungen als falsch, ganz falsch aufnimmst. Diese Energie ist ja dazu da, dass du in Zukunft reicher wirst und dass du dir dein Leben schöner gestaltest und in Freiheit kommst. Und dann habe ich mir gesagt, ja, eigentlich hat er recht. Also es ist eine Investition in die Freiheit. Dann habe ich mich wieder vorgestellt, was er damit macht. Und wie wir wissen, ist ja Energie ist ja immer vorhanden, egal ob es dieses Universum ist oder ein anderes. Und wenn ich wirklich in diese Vorstellung reingehen kann, dass ich in diesem Reichtum schon bereits lebe, dann bedeutet es ja, dass der Reichtum ja schon irgendwo vorhanden ist. Das heißt, ich darf ihn ja nur anziehen. Und das heißt, abgesehen von dieser Meditation hast du auch so gedanklich immer wieder Kontakt aufgenommen mit deinem Doppelgänger, mit deinem
wahnsinnig erfolgreichen Reichen und hast richtig. Quasi so wie einen geistigen Dialog mit dem geführt. Genau, richtig. Ich bin immer wieder, wenn ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr in meiner Energie bin, dann habe ich gesagt, so, wie möchte ich denn sein? Was macht der gerade? Habe mir wieder vorgestellt, als würde ich vor ihm stehen, hinter dieser verspiegelten Wand oder dieser Tür, wie es der mit einer Meditation auch heißt. Und dann habe ich mir angeschaut, wie er sich denn verhält, was er denkt. Und dann mir gesagt, so, ja, jetzt bin ich wieder bei mir angekommen und genau da will ich hin und so darf ich mich fühlen. Und dann war ich sofort innerhalb von einem Fingerschnitt war ich wieder in dieser positiven Energie. Also war genial. Hast du so ähnlich empfunden? Oder? Nee, ich hab nicht meine eigenen gehört, weil ich gemerkt habe, so mit meiner eigenen Stimme bin ich irgendwie nicht konzentriert genug. Ich habe mir die Originalen von Bert Goldman auf Englisch angehört, die kenne ich eben schon. Und für mich war das eher, als ob mich dieser Rhythmus, dieses Gefühl die meiste Zeit begleitet. Also vor allem nach 3-4 Tagen war das schon so intensiv, dass das irgendwie unbewusst da war. Also mir ist vorgekommen, das hat jetzt echt mein Unbewusstes total verändert. Also da hatte ich irgendwie ein anderes Gefühl bei mir. Ich kann es so schwer erklären. Also es war nicht gedanklich, sondern es war nur irgendwie spürbar. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube trotzdem, dass das eine der genialsten Methoden ist, vor allem tiefsitzende, unbewusste Glaubenssätze und so weiter zu verändern. Weil du bewegst dich einfach weg davon, gefühlsmäßig, energetisch. Hast du das auch so empfunden? Ja, ich hatte jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, hatte ich dieses Gefühl der Genugtuung, der Erleichterung. Also es hat sich einfach alles leichter angefühlt, speziell wie gesagt, wenn es darum geht, halt auch mal negativen Energien zu konfrontieren. Also okay, ich habe schon alles erledigt, ich habe die Lösung, mein Doppelgänger ist schon weiter voraus, der hat das schon erledigt, also brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Okay. Das Beste zum Schluss heißt es ja so schön, danke Susanna, dass du die vorgeschlagen hast, diese Methode. Hast du denn noch irgendeinen Verbesserungsvorschlag oder noch eine Hilfestellung, die wir den Menschen geben, die wir den Zuhörern geben können, um sich damit zu befassen in optimaler Weise? Also der einzige Tipp, den ich eigentlich wie immer geben kann, ist, sich mit dem Autor zu beschäftigen, Dinge von Bert Goldman zu lesen, die das Ganze noch unterstützen und forcieren, sodass man sich nicht Fragen stellt über Paralleluniversen oder Sonstiges, sondern das einfach als Gedankenspiel mitmacht. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt diese Methode vergleiche mit Bob Proctors Meditation, die ansatzweise etwas ähnlich ist, dann gefällt mir eigentlich bei Bob Proctor sehr gut, dass er sich sehr, sehr viel Zeit für die Entspannung nimmt. Und Entspannung ist ein wesentliches Element beim Manifestieren. Das ist auch ein wesentliches Element dieser Reichtumsenergie. Ja, und deswegen habe ich noch eine zweite Version von dieser Meditation aufgenommen, wo ich einfach so eine Extended Version gemacht habe, mit wirklich sehr langer Zeit darunter zu kommen, wirklich in den Alpha-Zustand tief hineinzugehen und dann auch eben einen Dialog mit dem Doppelgänger kurz zu führen. So, welchen Ratschlag hast du mir noch? Ja, was könnte ich jetzt oder was ist jetzt das, was ich ändern sollte oder was ich tun sollte, um zu dieser Version von mir zu werden. Und du hast auch noch einen Tipp für uns. Ja, genau. Ich würde noch einen Tipp weitergeben für all diejenigen, denen es schwerfällt, sich mit diesem Doppelgänger in Verbindung zu setzen und eine Vorstellung zu bekommen, wer das eigentlich ist. Ist für mich die Vorstufe, erstmal zu überlegen und auch mal sich in sich reinzufühlen, wer will ich eigentlich sein, wie passe ich denn in diese ideale Zukunft? Also sprich, wie schaut mein ideales Leben aus? Und wie darf ich mich darin bewegen? Wer darf ich sein? In welchem Rhythmus darf ich sein, um diese ideale Zukunft anzuziehen? Und dann sollte es auf jeden Fall leichter fallen. Ja, also wie gesagt, eine sehr emotionale, sehr energetische Methode fand ich und sehr universell anwendbar. Vor allem finde ich es ganz gut, dass man sie mit vielen anderen Themen kombinieren kann. Weil du willst ja nicht reich und unglücklich sein, sondern du willst reich sein, tolle Familie haben, abenteuerliches Leben, gesund, fit und alles Mögliche sein. Ja, und das kann man natürlich in diesen Traumbildern wunderbar, ohne dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, irgendeinen Preis dafür zahlen zu müssen.
Wir zahlen keinen Preis dafür, wir decken nur die gesamten Multiversen ab, auch was das Manifestieren angeht. Und ich lasse das schon mal raus hier als Ausblick für die Zukunft. Wir haben nämlich geplant, dass wir eine zweite Staffel machen, nämlich unsere erste Staffel hört jetzt nach diesen ersten 10 Folgen auf. Dazu bitten wir dich, wenn du Tipps hast, wenn du Erkenntnisse hattest aus dieser ersten Staffel oder zum Thema Geld insgesamt generell, was können wir denn noch machen? Oder hast du eine Methode, die wir jetzt bisher nicht erwähnt haben, die wir vielleicht in Zukunft ansprechen können und nochmal von unserer Seite aus testen können? Genau, und wenn dir unser Video heute wieder gefallen hat, zeig es uns mit einem Like oder abonnier doch gern den jeweiligen Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und wenn du Erfahrungen gemacht hast mit dieser Methode von Gold Goldman, dann lass es doch gerne wissen. Schreib es in die Kommentare. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, Martin. Dann gibt es ein Best-of. Da werden wir mal alle Techniken durchgehen, die wir bislang getestet haben und miteinander vergleichen. Auf das freue ich mich auch schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao.